Hallo Leute, hier ist wieder der Enz. Heute möchte ich euch zeigen in Minecraft, wie man eine Hund, also Minecart, Aufwärmstation baut. Also es ist ziemlich einfach. Es hat eigentlich nur den Sinn, dass eure Hunde immer bereit sind, loszufahren, wenn ihr auf einen Schalter drückt. Also ich werde euch das einfach mal zeigen. Wir beginnen als erstes damit, ein Loch zu graben. Gut. Jetzt baut ihr das nebenan. Also wir wollen hier 5 Gleise machen. So. Und jetzt buddelt ihr nochmal hier und hier und hier und hier und hier und hier. Diese lasst ihr jetzt nach unten verlaufen. Und eine Sekunde. Gut, da habe ich mich auch eine Menge verkalkuliert jetzt, aber das tut. Das macht im Endeffekt nichts. Gut. Das sollte reichen. Ja. Und jetzt platziert ihr hier noch ein paar Slicer. Und hier ist eigentlich der spezielle Trick, um die schnellste Kurve hinzubekommen, die ihr mit einem Hund erreichen könnt. Eine Sekunde. Müsst ihr das hier machen. Also. Ihr lasst jetzt leise hier rauf verlaufen. Oh. Na egal. Das sollen sie jetzt nicht weiter stören. Und. Ja, gut, ich bin da etwas wirr. Am besten ist es, wenn wir es einfach nur so hier machen. Gut, die zerstören wir mal schnell, dieses Gleis, Entschuldigung. Gut. Und jetzt baut ihr das so ab. Wir wollen ja, dass hier eine Kurve lang geht. Also. Baut ihr jetzt einfach mal hier hoch. Baut das hier ran. Und macht es so. Gut, und das war's dann auch schon. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist dies platzieren. Damit hätten wir den ersten Teil so gut wie geschafft. Also wenn wir das jetzt anstoßen, ist es eine Lupe, ihr seht. Dieser Hund wechselt ganz schnell die Spur. Und ist somit zur rechten Zeit wieder unten, um die andere Karre anzutreiben. Gut, aber wir wollen ja, dass es auf Knopfdruck zu uns kommt. Also bauen wir jetzt hier Gleise. Von mir aus noch hier um die Kurve. Gut. Und jetzt braucht ihr eine Bodenplatte. Die platziert ihr zum Beispiel hier. Dann lasst ihr sie irgendwo langlaufen. Und dann würde es hier lang gehen. Gut. Das ist jetzt gerade ein wenig doof. Also brauchen wir noch eine kleine Umleitung. Hier. Und ihr seht, es bleibt jetzt hier in der Spur. Und du kannst auch einfach mal verpissen. Du Vieh. Gut. Und jetzt ist unsere Karre praktisch immer bereit, wenn wir sie brauchen. Also ihr stellt euch drauf. Ihr seht. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hilft euch irgendwie, wenn ihr eine Mine baut. Und ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit Minecraft. Das ist alles von mir. Fest mit Tutorials. Please rate, comment, subscribe and watch my other videos. Tschüss.